Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy 14. And Walker und ja, wir sind noch immer auf dem Mond, haben aber Heidelins kleine Helfer gefunden, die Loborit. Und ich muss sagen, die sind echt knuffig. Einfach nur knuffig. Aber wir müssen ein paar Sachen klären. Darum würde ich sagen, wir legen los. Aber bevor wir loslegen, eine kleine Sache. Wenn euch mein Content gefällt, dann lasst doch ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da. Das würde mir erstens sehr viel helfen und zweitens würde es mich auch sehr freuen. Und nun genug der Eigenwerbung. Ich würde sagen, wir legen los. Also, Living Way, wo geht's lang? Karotten, Möhren und andere Rüben. Zodiac ist Geschichte. Und es ist nun nur noch eine Frage der Zeit, bis die letzten Tage anbrechen. Und alles Leben auf dem Planeten hops geht. Das heißt, ihr müsst uns jetzt ganz flugs alles über euch erzählen, was ihr wisst. Uns rennt die Zeit davon. Wenn es hier irgendetwas geben sollte, das unsere neuen Dauergäste davon abhalten könnte, auf unseren schönen Mond zu fliehen, müssen wir es wissen. Hier in Best Ways Rust haben wir alles, was wir brauchen, um jedes noch so klitzekleine Problem zu lösen. Wir müssen nur wissen, was wir anpassen sollen. Wir haben eine Rübillion Gegenstände für das alltägliche Leben hergestellt und eingelagert. Es wäre am besten, wenn ihr mal einen Blick auf sie werft, ob sie sich denn auch eignen. Bestimmt hat euch eure Reise hierher hungrig gemacht, deshalb sollten wir direkt mit den Nahrungsmitteln beginnen. Trefft mich im Karotorium. Dort werden wir euch mit allerlei Leckereien vollstopfen. Das Karotorium, okay. Die Anführerin der Loborit ist hoch motiviert. Das muss man ihr lassen. Allerdings finde ich den Gedanken schwer zu akzeptieren, dass unser Planet wie ein welkes Gemüse dazu verdammt ist, zu verrotten. Und wir dagegen machtlos sind. Allerdings ist jetzt nicht die Zeit, diese Diskussion zu führen. Wir sollten stattdessen auf die Bitten der Loborit eingehen und dabei so viel wie möglich über das Schiff und seine Besatzung in Erfahrung bringen. Also, ich will ja nichts sagen, aber die Stufen sind ein bisschen hoch. Willkommen im Karotorium. Hier testen wir alle Dinge, die für das Wohlergehen unserer Gäste während ihres Aufenthalts vonnöten sind. Nahrungsmittel, Kleidungsstücke und allerlei andere Güter des täglichen Bedarfs. An der Station hinten, hinter uns überwachen wir die Herstellung von Nahrungsmitteln. Es freut mich, euch in meinem Reich willkommen zu heißen. Mein Name lautet Cooking Way. Ich bin verantwortlich für die Nahrung auf unserem Schiff und habe unzählige Arbeitszyklen damit zugebracht, die bekömmlichsten Genussmöhren zu erschaffen. Sicher, dazu gehört auch der eine oder andere Rückschlag, aber das Endergebnis kann sich sehen lassen, meine ich. Alle Informationen aus dem Handbuch, das unsere Unterstützer auf Eteris uns geschickt haben, habe ich in- und auswendig gelernt. Sie waren mein Leitstern bei der Erschaffung dieser nahrhaften und ausgewogenen Köstlichkeiten. Natürlich sind auch andere Faktoren mit in die Überlegungen eingeflossen. Die Nahrung muss schließlich auch den besonderen Umständen hier angepasst und leicht zu produzieren sein. Ich bin mir sicher, ihr werdet rundum zufrieden sein. Aber genug geredet, bitte überzeugt euch selbst. Es sollte inzwischen auch schon aufgetaut sein. Oh, okay, Tiefkühlkost. Auf dem Nahrungsmodul dort oben sollten einige Kisten stehen, die randvoll mit Köstlichkeiten sind. Bedient euch! Aha. Die Stufen sind ganz schön hoch. Dachte ich das schon? Okay. Eieieiei. Hallöchen! Grüß euch! Nahrungskiste. In einem bereits offenen Behälter findest du eine bunte Auswahl an Karotten und Möhren aller Farben und Formen vor.
Welche Karotte wählst du aus? Die normal aussehende Karotte? Die merkwürdige blaue Karotte? Die knallgelbe Karotte? Die feuerrote Karotte? Lieber keine Experimente. Ja, lieber keine Experimente, aber ich soll es ja kosten, also nehme ich eher die normal aussehende. Die Karotte sieht auf den ersten Blick ganz gewöhnlich aus. Vom Kraut bis zur Spitze sind keine Schäden zu erkennen. Einzig die Größe ist ihr witzig. Ja. Du hast eine gigantische Karotte erhalten. Zeig sie Cooking Ray, um sicherzugehen, dass sie auch wirklich essbar ist. Okay. Cooking Ray, kann man das Ding echt futtern? Also ich hab ein bisschen Schiss. Hab keinen Bock drauf zu gehen. So. Und? Läuft dir schon das Wasser im Mund zusammen? Ja, nicht wirklich. Im Großen und Ganzen. Ah, eine hervorragende Wahl. Eine meiner besten Kreationen, auf die ich mächtig stolz bin. Na los, schlag zu. Ich möchte gerne deine Meinung hören. Okay. Du nimmst einen vorsichtigen Bissen von der Weltraummöhre. Du beißt in die saftige, knackige Karotte und während du kaust, erfasst dich ein warmes Kribbeln. Mit dem zweiten Biss wirst du von einer regelrechten Euphorie ergriffen. Ein paradiesisches Gefühl, das schöner nicht sein könnte. Doch kaum hast du die riesige Möhre in Gänze verspeist, verschwindet das wunderbare Gefühl wieder und wird durch eine gewisse Leere ersetzt. Panisch kreisen deine Gedanken bereits um den nächsten Bissen. Geil, ich habe Drogen gefuttert. Darauf stehe ich aber weniger. Und? Hat sie dir geschmeckt? Die Möhren sind wundervoll, oder? Die Glückskarotte ist eine echte Nährstoffbombe. Der volle Bauch stimmt fröhlich und weckt Lust auf mehr. Viloporid sind geradezu süchtig nach ihnen. Ja, kein Wunder, es sind ja auch Drogen. Aber wir haben noch viel mehr Sorten entwickelt. Manche regen den Kreislauf an, wie unsere Blutmöhren oder unsere Schlummerrüben, die eine gute Mütze Schlaf garantieren. Selbst als Tierfutter geeignete Rübensorten haben wir entwickelt. Es gibt quasi eine Rübe für jeden Anlass. Was sagst du? Die Möhren sind wirklich außergewöhnlich. Gibt's auch was anderes als Karotten, Möhren und Rüben? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in Schalayan gut ankommen würden. Schalayan? Was beim Buschel meinst du damit? Ich vermute, du hattest auch nur eine große Auswahl an Wurzelgemüse und sonst nichts weiter, ja? Yep. Sagt, was genau haben euch eure Unterstützer für Diaries über unsere Nahrung erzählt? Sicherlich wussten sie über mehr zu berichten als nur Karotten und Möhren. Ja, natürlich. Aber es ist auch noch gar nicht so lange her, dass wir mit ihnen Kontakt aufgenommen haben. Es war schon schwer genug, überhaupt praktische Informationen aus ihnen herauszubekommen. Stellt euch vor, das Erste, was sie lieferten, war ein Berg von Büchern und Dokumenten. Wir mussten uns auf das Mögliche beschränken, das wir in dieser kurzen Zeit erreichen konnten. Anstatt eine ganze Reihe unterschiedlicher Gemüsesorten mit zweifelhaftem Erfolg anzubauen, hielten wir es daher für effizienter, uns auf ein Nahrungsmittel zu konzentrieren und es zu perfektionieren. Das klingt alles schön und gut, aber ich garantiere euch, es gibt auf Eteris niemanden, der von Karotten allein bis ans Ende seiner Tage leben kann. Habt ihr denn wenigstens darüber nachgedacht, die Rüben auf unterschiedliche Weise zuzubereiten? Sie richtig zu kochen? Ihr meint dämpfen, abkochen, rösten und so weiter? Schätze, die Mühe könnte man sich schon machen, aber...
Unser Ziel ist Effizienz. Und warum umständlich die köstlichen Möhren aufbereiten, wenn man einfach reinbeißen und sie direkt genießen kann? Und das sagt jemand namens Cooking Way. Nun, um genau zu sein, ist Cooking Way nicht mein richtiger Name. Als wir erschaffen wurden, haben wir alle Namen in der alten Sprache erhalten. Ihr wisst schon, die Sprache des Mondwächters. Nachdem wir mit unseren Helfern aus Sedieris Kontakt aufgenommen hatten, schickten sie uns eine ganze Menge Bücher über die Sprachen eurer Welt. Also haben wir uns dran gemacht und so viel davon gelernt wie möglich, damit ihr uns besser verstehen könnt. Dazu gehören natürlich auch die uns gegebenen Namen. Also verwenden wir ein Wörterbuch und wählten die Begriffe aus, die uns in etwa passend erschienen. Aber scheinbar ist das Übersetzen doch keine so exakte Wissenschaft. Ich verstehe, beziehungsweise ich verstehe es etwas besser. Inwiefern dachtet ihr denn, dass dies von Nutzen sein könnte, wenn die Frage gestattet sei? Nun, die Bewohner von Edieris müssen doch sofort wissen, wen sie ansprechen können, wenn sie Probleme haben. Unsere ursprünglichen Namen wären da viel zu kompliziert gewesen. Ihr hättet sie euch niemals merken können. Interessant. Nun, auch wenn diese Kostprobe nicht ganz so verlief, wie ihr sie euch vorgestellt habt, so hoffe ich doch, dass unsere Einschätzungen euch weiterhelfen. Falls ihr jedoch auf lange Sicht die Flora und Fauna von Edieris hier ansiedeln möchtet, solltet ihr vielleicht eure Strategie anpassen. Bis dahin werden die neuen Bewohner eurer Mondache sich wohl oder übel auf eine möhrenbasierte Ernährung einstellen müssen. Lunare Mode. Ich glaube, wir haben nun genug Möhren geknabbert. Es gibt noch viel zu tun. Als nächstes möchte ich euch bitten, alltägliche Gegenstände zu testen. Wir beginnen bei unserer Kleidungsproduktion. Sie wird euch bestimmt beeindrucken, da bin ich mir sicher. Hier entlang bitte. Das hier, werte Besucher, ist unsere Kleiderschmiede. Hier werden die Stoffe und Werkzeuge für die Kleiderproduktion erschaffen. Die Kleider selbst werden in einem traditionellen Verfahren hergestellt, durch Schöpfungsmagie. Heidelin gewährte uns nämlich die Fähigkeit, Schöpfungsmagie anzuwenden, so wie es für die Bewohner ihrer Zeit normal war. Wir haben natürlich noch viele andere Talente, die euch sicher auch brennend interessieren, aber mit den spannenden Details werde ich euch ein anderes Mal beglücken. Wir sind aber auf ein klitzekleines Problemchen gestoßen. Unsere Magie allein war nicht ausreichend, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Daher bedienen wir uns kristallisierten Äthers, um die Grundmaterialien und Werkzeuge für die Kleiderproduktion herzustellen. Eine äußerst kreative Lösung. Nicht wahr? Wir haben auch unsere Hausaufgaben gemacht und bei unseren Recherchen festgestellt, dass die Bewohner von Edieris ihre Kleider wechseln, um verschiedene Aufgaben zu erledigen. Ein merkwürdiges Ritual, bei dem es vermutlich um Effizienz geht. Jedenfalls haben wir das in unsere Überlegungen mit einbezogen. Aber genug geredet. Was haltet ihr davon, wenn ihr einfach mit meinen Kollegen hier in der Gegend sprecht und ihre Kreationen selbst anprobiert? Wenn ihr euren modischen Vorlieben freien Lauf gelassen habt, bin ich auf eure Eindrücke gespannt. Ah, eine unserer Besucher von Edieris. Meine Güte, Mapping Way hat nicht gelogen, als sie meinte, ihr seid viel kleiner als der Mondwächter. Ah ja, richtig. Du bist hier, um unsere Kleidung anzuprobieren, nicht wahr? Wonach steht dir denn der Sinn heute? Ich erfülle nahezu jeden Wunsch. Ich habe Angst. Ich möchte eine Kluft, die eine kampferfahrene Heldin angemessen ist. Ich möchte eine Kluft, die einfach und zugleich funktional ist. Ich möchte eine Kluft, die elegant und stilvoll ist. Funktional, oder? Also einfach und zugleich funktional hört sich eigentlich gut an. Das ist an Alltagsklamotten. Aber ich bin eigentlich eine Heldin, also nimm mal das. Wie bitte?
Eine kampferfahrene Heldin. Also gut, einen Moment. Oh oh. Kartoffelsack. Das wär's. Das neue Sample ist komplett. Und sitzt wie angegossen. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Ich weiß zwar nicht, was kampferfahrene Heldin aussehen, aber es klang nach körperlicher Ertüchtigung. Da habe ich auf flexibel und doch robuste Materialien gesetzt. Und jetzt schau mal einen an. Wenn das nicht ein voller Erfolg ist. Ich bin so gut. Aber warum schaust du dich nicht noch ein wenig um? Meine Kollegen sind ebenfalls begnadete Kleidermeister. Sie werden bestimmt außer sich vor Freude sein, wenn du ihre Arbeit begutachtest. Du bist nun verkleidet und mit dem Auftrag vorzufahren, musst du in deinem neuen Aufzug gekleidet die Auftragsziele erfüllen. Aber Achtung! Wenn du dich zu weit von diesem Ort entfernst, wechselst du automatisch zu deiner gewohnten Kleidung. Die Karte verrät dir den Geltungsbereich des Kleiderwechsels. Wenn du die Verkleidung aus Versehen aufgehoben hast, musst du erneut mit dem angespannten Loperit sprechen. Hi. Oho, eine Besucherin. Was kann ich für dich tun? Du willst meine Kleidung anprobieren, wirklich? Aber natürlich. Es wäre mir eine große Ehre. Sag, was genau schwebt dir denn vor? Hast du irgendwas mit etwas mehr Finesse? Ich möchte mal was anderes ausprobieren. Überrasch mich. Oh Gott. Mal sehen. Ja, ich glaube, ich weiß, was du brauchst. Ich glaube nicht. Ja, genau. Das wird dir bestimmt gefallen. Kartoffelsack 2.0. Oh Gott, Kartoffelsack minus 2.0. Vielleicht mein bislang bestes Werk. Na, du bist mir aber eine. Willst also mal was anderes ausprobieren? Genauer ging's wohl nicht, was? Es mag vielleicht nicht so aussehen, aber ich nehme meine Arbeit sehr ernst und tue alles, damit meine Kunden zufrieden sind. Deshalb habe ich diese Kollektion zusammengestellt. Die Konzeptentwürfe zahlreicher unterschiedlicher Professionen miteinander vereint. Ein Aufzug für jeden Anlass, der keine Wünsche offen lässt. Noch einen meinen. Um ehrlich zu sein, war ich etwas in Sorge, dass mein Konzept zu ausgefallen sei. Aber jetzt, da ich es vor Augen habe, bin ich bis über beide Löffel stolz. Schau doch mal bei Living Wave vorbei. Sie wird sich sicher freuen, dass unsere unermüdliche Arbeit reiche Früchte getragen hat. Du bist nun verkleidet und um mit dem Auftrag fortzufahren, musst du in deinem neuen Aufzug gekleidet die Auftragsziele erfüllen. Ja, ja, bla bla bla. Da bin ich wieder aber etwas gefrustert. Ach, was für ein feiner Zwirn. Du siehst wie frisch geschält aus. Garantiert ist diese Kreation so mancher Tropfen Schweiß und so manche Träne geflossen. Das spürst du doch auch, oder? Ja, die Tränen sind aber von mir. Nein, sag nichts. Ich sehe es in deinen Augen. Du hast dich direkt in den Mond verliebt und weißt, die Loperit sind die besten. Ich bin mir sicher, deine Freunde sehen es genauso. Oh oh. Kartoffelsack 1, 2, 3, 4, 5. Da wären wir wieder. Hat eine Weile gedauert. Die Loperit haben darauf bestanden, dass wir all ihre Entwürfe anprobieren. Und sie haben wirklich einen feinen Geschmack. Meint ihr nicht auch? Ernsthaft? sicher.
Aber ich glaube, wir sollten langsam wieder in unsere alten Gewänder schlüpfen. Was? Aber ich dachte, wenigstens unsere Kleider würden euch gefallen. Was machen wir nur falsch? Der Mondwächter hat uns erzählt, dass in seiner Zeit alle die gleichen Roben trugen und diese Etikette abzuweichen galt als egoistisch. Nach langen Überlegungen entschlossen wir uns, die Kleidung an die Lebensumstände der heutigen Bewohner anzupassen, an deren Berufe und Aufgaben. Wir waren uns sicher, dass dies der effektivste Weg sei, euch glücklich zu stimmen. Wie falsch wir doch lagen. Bitte, du solltest nicht so hart mit dir selbst ins Gericht gehen. Livingway, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass wir von Edieris flüchten müssen, wird man auf eure Kleider angewiesen sein. Ihr mögt euch viele Gedanken gemacht haben, was wohl das Passendste für alle wäre, aber die heutigen Bewohner von Edieris sind sehr individuell. Nimm mich. Meine Kleidung habe ich ausgewählt, nicht weil sie am praktischsten oder am besten verarbeitet ist, sondern weil sie meinem persönlichen Geschmack trifft und Ausdruck meines Wesens ist. Manche wählen ihre Kluft gemäß kulturellen oder religiösen Bedürfnissen, andere wiederum entwickeln ihre Kleidung ständig weiter, wechseln sie je nach Bedürfnis und Laune. Die Gründe sind so zahlreich und unterschiedlich wie die Leute, die die Kleider tragen. Das ist es vielleicht, was euch bei euren Überlegungen entgangen ist. Ich fürchte, wir haben uns mächtig verkalkuliert. Die Sache ist viel komplizierter als wir dachten. Eine Notiz mehr in unserem Handbuch, die ich gerne vorher gehabt hätte. Und dabei schien alles so einfach. Unsere Aufgabe war es, Leben zu retten. So viele wie möglich. Mehr als ein einfaches Leben können wir nicht bieten. Sicher, aber es ist doch immerhin besser als der sichere Tod. Eine noble Mission. Allerdings gibt es auf Edieris viele dickköpfige Narren, die an mehr als dem einfachen Leben festhalten, denen gewisse Dinge so wichtig sind, dass sie gar ihr Leben dafür opfern würden. Ich bin einer von ihnen und mich beschäftigt vor allem eine Frage. Dieser Plan, den ihr mit Heidelin zur Evakuierung ausgeheckt habt, umfasst er auch die Splitterwelten? Die Splitterwelten? Davon habe ich nie etwas gehört. Heidelin hat uns aus ihrer Liebe zu Edieris erschaffen. Und die Errettung ihrer Bewohner war immer unsere oberste Priorität. Wenn es uns also schon nicht möglich ist, alle Welten zu retten, dann wollen wir doch wenigstens alles daran setzen, der Bevölkerung eures Planeten eine Zuflucht zu bieten. Vielleicht. Livingway, dürften wir uns in Bestwells Rast ein wenig umsehen? Du und deine Kameraden haben uns viel zu denken gegeben. Ja, aber sicher doch. Gut, wir drehen eine Runde und treffen uns dann später wieder. Verehrter Livingway, würde es dir etwas ausmachen, wenn ich dich noch ein wenig begleite? Wirklich? Aber natürlich, das trifft sich tatsächlich ganz gut, denn ich hätte dann noch ein paar Fragen. Wenn du mir folgen würdest, ich rufe bei der Gelegenheit einige der anderen Crewmitglieder zusammen, wenn du schon mal hier bist. Ja, das wird eine harte Nummer, das Futter und die Gewänder. Aber ich würde sagen, für heute reicht's wohl besser. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Also, bis dann. Ciao.